Lösen Sie die Gleichung Wurzel x minus 4 gleich 0. So, und wie sind wir vorher vorgegangen, wenn wir so eine Wurzelgleichung hatten? Genau, wir haben einfach quadriert, das ist ja bei Wurzel x gleich 2, haben wir quadriert und dann kam da x gleich 4 raus. Jetzt habe ich Wurzel x minus 4 gleich 0. Was passiert, wenn ich hier einfach quadriere? Ja? Das kommt eine Lösung dazu. Ja, das ist völlig richtig, aber jetzt quadrieren wir mal. So, was passiert denn, wenn ich hier quadriere? Was kommt dann raus? Ja? X minus 16. Das ist falsch. Ja? X minus 4. Nein. Also was passiert, wenn ich einfach quadriere? Ja? Was ist denn Wurzel x minus 4 zum Quadrat? X plus 5. Die ganze Klasse kann die. Ja? Probe. Nein. Mitternachtsformel. Das hatten wir in der letzten Stunde schon. Ja? Wir quadrieren, was kommt raus, wenn ich diese Differenz quadriere? Dritte Reihe bitte. X plus Wurzel minus. Ja, also ich schreibe das mal so hin. Wurzel x zum Quadrat, da wissen wir, das ist x. Dann minus 2 mal das mal dem plus dem zum Quadrat gleich 0. Es steht also dran, x minus 8 Wurzel x plus 16 gleich 0. Was ist das Problem von dem? Oder habt ihr damit kein Problem? Könnt ihr mal beide rechnen. Ja? Muss man besser ausdrücken. Die Wurzel ist... Ja? Nö. Wir haben vorher die Rechnung gemacht. Und jetzt guckt euch mal die Rechnung an. Was ist der Unterschied zwischen der Rechnung und der Rechnung? Die Wurzel ist unpraktisch, ist zu wenig. Ja? Man hat halt x zweimal. Ja, ist richtig. Das ist mit der Wurzel. Ja, was ist das auch? Ja. Nicht aufgelöst. Ja, die Wurzel ist noch da. Die ist nicht weg. Ja, also die Wurzel ist noch da. So, das heißt, das Quadrieren hat gar nichts gebracht, weil die Wurzel ist da geblieben. Was ist das Problem? Warum ist die Wurzel noch da? Ja? Weil man bei der Binomischen Formel den zweiten Kapitel quadriert. Jawohl. So, also, das heißt, binomische Formel und Wurzel, zumindest jetzt am Anfang, läuft überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen das irgendwie anders machen. Also so geht's nicht. Was ist in dieser Situation zu tun? Dritte Reihe? Die dritte binomische Formel? Nein. Also würde hier sogar funktionieren, spannenderweise. Aber die Antwort ist trotzdem nein. Also ja, es tut. Nein, will ich nicht haben. Ja? Minus 4 rüber 10. Jawohl, also das heißt, wir addieren 4 und haben Wurzel x gleich 4. So, was machen wir jetzt in der Situation? Ja? Quadrieren. Wenn ich da quadriert habe, was kommt raus? Ja? Wurzel x. Achso, x gleich plus minus 2. Nein. Fast richtig, ja? 16. Jawohl, wir haben ja quadriert, nicht die Wurzel gezogen. Ja. Und Wurzel x zum Quadrat, das wissen wir, das ist x. X gleich 16. Was ist unbedingt bei dieser Aufgabe notwendig? Ja? Die Probe. Richtig, also das heißt, die muss ich machen. So, Probe, Wurzel aus x. Fürs x setze ich die 16 ein. Und was ist Wurzel 16? Ja? 4. Ist das 4 oder minus 4? Plus minus 4. Plus minus 4. Nein, es ist eindeutig plus 4. Weil Wurzel ist definiert als diejenige positive Zahl, die quadriert den Radikant ergibt. Also eindeutig nicht plus minus, eindeutig 4. Probe hat funktioniert. Warum hat diese Rechnung funktioniert?
Was ist der Unterschied zwischen dieser Rechnung und dieser Rechnung? Warum funktioniert diese Rechnung und diese nicht? Was ist der Unterschied zwischen dieser Rechnung hier und dieser Rechnung hier? Letzte Reihe. Wenn wir das zweite Rechnung hat man erstmal Äquivalenz vorgenommen. Richtig, das ist richtig, aber ich möchte, warum hat die hier funktioniert und die hier nicht? Das ist ein Unterschied, das ist richtig, aber warum hat die nicht funktioniert und warum funktioniert die, ja? Richtig, und das nennt, das hier hat einen Namen, was hier steht, wir haben die Wurzel isoliert. Wir haben hier die Wurzel isoliert, so nennt man das. Also das heißt, beim Wurzelgleichungen muss man vor dem Quadrieren die Wurzel isolieren. Bei Wurzelgleichungen muss man vor dem Quadrieren die Wurzel isolieren. So, und dann machen wir doch gleich nochmal eine Aufgabe, da müsste es doch noch eine geben. Und zwar haben wir hier Wurzel 2x minus 7. Stimmt das? Stimmt das? Minus 3 gleich 0. Die Aufgabe bitte rechnen. Wenn quadriert wurde, muss dieser Pfeil stehen. Da darf kein genau dann wenn stehen. Ja? Da muss der stehen beim Quadrieren. Das heißt, wir müssen nochmal die Probe machen. Beim Quadrieren darf nicht das hier stehen, muss das hier stehen. Erster Schritt bei dem hier. Ja? Das 3. Ja, und hier darf jetzt das genau dann wenn stehen, weil ich nicht quadriert habe. Jetzt habe ich plus 3 gemacht. Nächster Schritt. Ja? Quadrieren. Genau, und jetzt bitte an der Stelle darf nur das daraus folgt stehen. Nicht mehr das genau dann wenn. Sehr gut, was kommt raus, wenn man quadriert hat? Ja? Wurzel 2x minus 7 Quadrat gleich x gleich 9. Nein, nicht gleich x. Wurzel 2x zum Quadrat ist 2x minus 7. Ja? Gleich 3. Gleich 9. Ja, 9, ja. Und nächster Schritt darf wieder genau dann wenn stehen. Plus 7. Dann habe ich 2x gleich 16 oder x gleich 8. Also das war hier immer Zufall, dass da ein gleich x stand an der Stelle. Wurzel x zum Quadrat ist x, aber Wurzel 2x minus 7 zum Quadrat ist 2x minus 7. So, was fehlt bei der Aufgabe noch? Ja? Und die ist obligatorisch. Das heißt, ich habe Wurzel 2 mal 8 minus 7. 2 mal 8 ist 16. Habe ich Wurzel aus 16 minus 7. Das ist Wurzel aus 9 und das ist 3. Und das stimmt. Und damit habe ich die Aufgabe gelöst. Gibt es Fragen? Ja? So, bitte die Frage nochmal stellen. Wieso kommt da am Ende 3 raus und aber bei dem Endergebnis 8? Am Endergebnis kommt eigentlich 0 raus. Ja, es ist richtig, man hätte eigentlich die 8 in diese Gleichung hier einsetzen müssen. Aber weil ich hier eine Äquivalenzumformung gemacht habe, kann ich es entweder hier oder hier einsetzen. Das ist egal. Erst ab diesem Zeichen, da dahinter, darf ich es nicht mehr einsetzen. Aber es ist richtig, eigentlich hätte man hier ein minus 3 rechnen müssen und dann am Ende die 0 rauskriegen müssen.